Mit Mein Block, einer Hip-Hop-Hymne auf seine Heimat, das Märkische Viertel in Berlin, stürmte der stets maskierte Sido die Charts und gewann einen Kometen. Seinen kleinen kriminellen Rap wirkt glaubhaft. Jugendliche lieben seine krassen Geschichten aus dem krassen Milieu. Allerdings verriet Sido jetzt, dass er mit seinem Job eigentlich ziemlich angepasste Ziele verfolgt. Ich hab eine Brille und rasier mich nicht oft. Ich wohne noch in einem Loch, doch bald in einem Loft. Keine Lyrik, aber Texte, die die Fans für glaubwürdig halten. Autor Sido, die Abkürzung für superintelligentes Drogenopfer, grüllt von Problemkids, die Autos knacken und verbotene Substanzen zu sich nehmen. In seiner Musik ist für heile Welt kein Platz. In Mein Block beschreibt er das Leben im Norden Berlins. Ich mach nicht nur hart und mach einen auf Erschießen und Peng Peng und Puff Puff, sondern bei mir ist die ganze Sache auch noch witzig irgendwie, weißt du, man kann bei mir auch lachen und so. Ich bin auf jeden Fall ein Entertainer. Die deutsche Ausgabe des jungen Eminem vor 5 Jahren mit Maske und Kettensäge. Und wie bei Eminem verbirgt sich hinter der Sido-Maske ein braves Bürschchen. Mein großer Traum und mein großer Ansporn ist eigentlich meiner Mutter ein Haus bauen mit dem Geld, was ich jetzt verdiene, weißt du? Mit der Wahrheit lässt sich aber nun mal nicht viel verdienen. Und so erzählt Sido seinen Fans lieber, was sie hören wollen. Krasse Geschichten eben. Ich lass mich voll gehen, denn Mama kann jetzt sehen, ich mach was auf mein Leben. Stundenlang im Puff rumhängen und Fuffi schmeißen. Ich brauch nichts mehr machen, nur noch essen und scheißen. Komm mal da jetzt, Mann, mach mal hin, wir müssen los. Alter. Mach mal hin. Nein, Mann, ich hab Gold.